Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin total gerne in den Kindergarten gegangen. Den ganzen Tag spielen, basteln, herumtollen, mega. Aber mit dem Kindergarten beginnt auch der Ernst des Lebens und man wird schließlich auf die Schulzeit vorbereitet. Trotzdem würde ich jetzt lieber in den Kindergarten gehen als in die Schule. Mhm. Also Tanztapir, ich bin jedenfalls echt gespannt, wie du dich als Erzieher anstellst. Du hast eine große Verantwortung, also bring den Kindern keinen Unsinn bei. Wartet mal, wartet mal. Mir ist gerade was eingefallen. Hoffentlich kriegen die Kinder keinen allzu großen Schreck, wenn plötzlich Tanztapir mit seinem langen Rüssel vor ihnen steht. So, ich glaube, die Frage wäre schon mal geklärt. Tschüss, Tanztapir. Ab ins Gruppenzimmer mit euch. Hallo Tanztapir, na das war mal eine Begrüßung. Ich freue mich, dass du dich für den Beruf des Erziehers interessierst. Da braucht man ganz schön starke Nerven, das hast du ja schon gesehen. Jetzt möchte ich dir aber unseren Kindergarten zeigen. Wir beginnen mit dem Tagesablauf, komm mit mir. Tanztapir! So, so. Seid mal ein bisschen ruhig, setzt euch wieder auf einen Platz, kommt. Oh. Bis wenn den ganzen Tag so weitergeht. Tanztapir, komm, setz dich in den Kreis zu uns. Wir wollen jetzt gleich mal besprechen, was wir heute alles Schönes tun wollen. Genau, setz dich auf Kissen, ist besser. So, bevor wir jetzt unseren Tagesablauf besprechen, würde ich sagen, wir singen noch ein Lied. Gibt es irgendwelche Vorschläge? Also irgendwie kommen wir heute nicht voran. Ah, ich hätte da eine Idee. Du bleibst hier, Tanztapir. Es gibt viel im Kindergarten zu tun. Mein Bagger. Nein, mein Bagger. Nein, mein Bagger. Tapir, ist das aus Versehen bei dir in der Tasche gelandet? Ja, weißt du was? Nach dem Essen ist eh Mittagsruhe. Mach mal eine Pause. Tanztapir, schön dich zu sehen. Ich habe ja gehört, du machst heute hier dein Praktikum als Erzieher. Dann kannst du mir heute Nachmittag ja gleich richtig helfen. Ja, hier findet nämlich ein Sommerfest für die Kinder statt und ich soll singen. Ja, getanzt wird natürlich auch. Wie, jetzt schon? Okay, wenn du meinst, das ist in Ordnung. Okay, dann feier gleich richtig mit. Wollt ihr Spaß? Blumen fliegen.
einfach so. Wir singen, es wird viel gelacht. Das Fenster haben wir aufgemacht. Nun können uns alle Leute hören und ich hoffe, dass wir nicht stören. Wir hüpfen, drehen uns im Kreis. Es ist schon spät, ja, ja, ich weiß. Doch die Party nimmt kein Ende hier. Komm, feier noch mit mir. Los, Cowboys, schwingt das Lasso! Und jetzt ein Pferdegalopp! Jeeha! Los geht's und wir sind alle zusammen! Hey, yippie, yay, yippie, yo! Der Tag gefällt mir so. Hey, yippie, yay, yippie, yo! Mehr Spaß gibt's nirgendwo. Hey, yippie, yay, yippie, yo! Yippie! Mach mit, egal wieso. Hey, yippie, yay, yippie, yo! Mit. Einfach so. Hey, yippie, yay, yippie, yo. Yahoo! Den Tag gefällt mir so. Hey, yippie, yay, yippie, yo. Mehr Spaß gibt's nirgendwo. Hey, yippie, yay, yippie, yo. Mach mit, egal wieso. Hey, yippie, yay, yippie, yo. Feier mit. Einfach so. Yahoo! Ja, sag mal, was ist denn hier los? So habe ich mir die Mittagsruhe aber nicht vorgestellt. Obwohl, ich muss zugeben, mir gefällt der Song auch richtig gut. Wow, das ist ja toll geworden. Tanztapir, würdest du die Girlande noch am Fenster aufhängen? Dann kann die Party steigen. Hallöchen, mein langfellnasiger Wohnungsinsasse. Ich wollte einfach nur mal sehen, was der Erzieher-Tab hier so macht. Also, da du da so viel arbeiten musst und keine Zeit mehr hast zum Spielen, habe ich mir einfach überlegt, wir schenken dieses ganze Gedöns den Kindern hier. Außerdem ist dann die Wohnung nicht mehr so voll. Ich glaube, das versteht mein Rüsselmeister-Praktikant. Was ist das? Lass mich mal, das kriege ich hin. Oh, 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 oh. An der Stuhlkonstruktion müssen wir wirklich noch arbeiten. Für die Kinder ein Geschenk. Oh nein, das Fest, wie sieht es denn hier aus? Wie stehen wir denn jetzt vor den Kindern da? Ihr seid doch ihre Helden und kriegt immer alles hin. Und wir alle helfen euch. Dieses Lied geht raus an alle Erzieherinnen und Erzieher. Du bist unsere Superheldin. Du bist unser Superheld. Denn ganz egal, welchem Schurken wieder mal Blödsinn einfällt, du hast Nerven stark wie Drahtseil. Deine Hände sind wie Sand. Wenn du zu mir sprichst, dann fühle ich mich so verbunden, spür unser Band. Danke für die wunderbare Zeit. Danke.
aus. Ich frage mich, woher kommt deine Kraft? Sicherlich bist du auch mal müde vom Tag. Doch mit dir weiß ich, alles wird geschafft. Denn du hast Arme zum Knuddeln und den Flohhaufen im Blick. Deine Ohren hören alles, sag mal, was ist bloß dein Trick? Du hast immer eine Lösung, für dich gibt es kein Problem. Als Erzieher und Erzieherin bist du ein Phänomen. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Song. Und es sieht so toll aus bei uns. Da haben wir jetzt doch noch ein schönes Sommerfest. Und ich bin natürlich dabei. A-E-I-O-U, du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei, ich will dich heute fragen.